Mir ist oft aufgefallen, die Spanne ist da relativ groß. Also teilweise haben wir Schüler, die sich da für irgendwelche Seminare interessieren oder halt auch Mitgliedsanträge stellen. Man kann auf jeden Fall den Jugendpresseausweis beantragen und damit kann man zum Beispiel auf öffentliche Veranstaltungen und dort halt auch die Person interviewen. Man gilt dann praktisch ja als vollwertiges Mitglied. Oder generell, wir hatten zum Beispiel noch nie wirklich eine Reihe zu bestimmten journalistischen Berufen. Das macht halt auch Sinn, das dann irgendwie mal zu machen. Vielleicht können wir damit auch einigen Mitgliedern helfen, was so die Berufsorientierung angeht. Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Hey und ganz herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe von Dein Weg in die Medien. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Bei mir zu Gast ist heute Angelina von der Jungen Presse. Sie sitzt aktuell in ihrem Büro in Essen und wir sind online zusammengeschaltet. Falls ihr die Junge Presse noch nicht kennt, die Junge Presse e.V. hat rund 12.000 Mitglieder und unterstützt junge Medienmacher mit Seminaren und weiteren Angeboten bei ihrer journalistischen Tätigkeit. Und seit Sommer 2022 leistet Angelina bei der Jungen Presse ihren Bundesfreiwilligendienst. Sie hat also intensive Einblicke in den Verein und sie weiß, was die MedienmacherInnen von morgen bewegt. Angelina und ich, wir kennen uns jetzt schon was länger von unseren Webinaren, da sind wir uns auch schon mehrfach begegnet, denn wir arbeiten seit längerem mit der Jungen Presse zusammen und freuen uns immer wieder, ihre Mitglieder bei unseren Veranstaltungen begrüßen zu dürfen. Und Angelina wird uns heute mal einen Einblick hinter die Kulissen in die Arbeit des Vereins geben. Hallo Angelina, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Kira, ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann. Du leistest jetzt seit dem Sommer 2022 hier deinen Bundesfreiwilligendienst und du hast ja 2022 auch gerade erst dein Abitur gemacht. Was war für dich so der Beweggrund, direkt nach dem Abi ja einen Bundesfreiwilligendienst zu machen? Also ich habe mich schon immer für Medien interessiert und ich war mir aber nie ganz sicher, was möchte ich später beruflich genau machen oder generell, welche Ausbildung möchte ich machen, was möchte ich studieren. Das ist mir irgendwie ziemlich schwer gefallen, weil mich so viel in diesem Medienbereich und auch im journalistischen Bereich interessiert hat. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was gibt es denn für Möglichkeiten, dass ich mich auch ausprobieren kann und dabei bin ich dann auf den Bundesfreiwilligendienst bei der Jungen Presse gestoßen. Warst du vorher auch schon Mitglied bei der Jungen Presse oder kam das dann jetzt erst durch deinen Bundesfreiwilligendienst? Also ich war vorher noch nicht Mitglied bei der Jungen Presse, das kam dann dadurch. Ja, jetzt bist du seit über einem halben Jahr dabei. Was sind so deine Aufgaben, die du jeden Tag bei der Jungen Presse erledigst? Also morgens komme ich dann meistens rein und schaue direkt ins E-Mail-Postfach, wenn es dort irgendwelche wichtigen Dinge gibt, wenn Mitglieder irgendwelche Fragen haben oder sich auch welche für das Seminar anmelden. Ich kümmere mich auch um die Organisation von Seminaren, sprich ich schreibe mir Ideen auf und überlege mir, wen könnte ich dafür fragen, wer hätte da vielleicht Interesse dran, das für uns zu machen. Und wenn das dann geklappt hat, dann schreibe ich mir ein Konzept oder ich lasse mir halt auch Ideen von den Referierenden geben, was die halt gerne auch präsentieren möchten. Wir arbeiten da immer sehr eng zusammen. Und dann wird halt der Seminarbeitrag geschrieben, die Instagram-Posts vorbereitet und ja, das Seminar kann dann stattfinden. Und ansonsten, wie gesagt, viel Social-Media-Arbeit. Ich kann aber auch im YouthMag immer regelmäßig Beiträge schreiben. Und ja, das sind eigentlich so meine Hauptaufgaben, plus halt noch ein bisschen Vereinsverwaltung, das Übliche. Es klingt auf jeden Fall nach einer ganzen Menge, aber das machst du ja nicht alleine, sondern es gibt ja noch zwei andere Bundesfreiwilligendienstleistende. Teilt ihr euch dann die Aufgaben auf oder haben die andere Aufgabenbereiche? Also wir alle haben dieselben Aufgaben. Der eine mag zum Beispiel eher Rechnungen bearbeiten, die anderen haben halt andere Stärken. Also das teilt man sich dann schon sehr gut auf und wenn ich jetzt zum Beispiel ein bestimmtes Seminar organisiert habe, dann kümmere ich mich dementsprechend auch drum und das machen die anderen halt genauso. Und du bist ja total nah an den Mitgliedern des Vereins dran. In welcher Phase der Karriere befinden sich denn Interessierte oder dann zukünftige Mitglieder, wenn sie in den Verein eintreten wollen? Also mir ist oft aufgefallen, die Spanne ist da relativ groß. Also teilweise haben wir Schüler, die sich da für irgendwelche Seminare interessieren, oder halt auch Mitgliedsanträge stellen.
Aber manchmal haben wir auch Interessierte, die vielleicht schon Ende 30, Anfang 40 sind. Also das finde ich oft sehr interessant zu sehen. Aber ich würde mal sagen, der Schnitt liegt so ungefähr bei Anfang 20, Mitte 20. Das ist ja auch so unsere Zielgruppe, die jungen Menschen. Was erwartet einen denn alles, wenn man Mitglied bei euch im Verein wird? Also was bietet ihr euren Mitgliedern an? Also zum einen auf jeden Fall kostenlose Seminare, weil bei manchen Seminaren müssen wir einen kleinen Beitrag einfordern und die sind für Mitglieder dann in der Regel vergünstigt oder sogar kostenlos. Ja, man kann auf jeden Fall den Jugendpresseausweis beantragen und damit kann man zum Beispiel auf öffentliche Veranstaltungen und dort halt auch die Person interviewen. Man gilt dann praktisch als vollwertiges Mitglied und man kann halt auch wie mit dem normalen Presseausweis die Leute halt ganz nah interviewen und halt da hat man halt uneingeschränkten Zugang zu. Und ansonsten, wir haben auch regelmäßige Mitgliederversammlungen, wo Dinge besprochen werden, ob vielleicht jemand anderes den Vorstand übernehmen will, was wir vielleicht noch für andere Vorstandspositionen haben möchten in bestimmten Bereichen. Und die Personen können dann halt natürlich auch gerne vorbeikommen und auch mit selbst bestimmen. Also sind die Mitglieder untereinander auch schon sehr miteinander vernetzt? Also wenn ich Mitglied bin, dann habe ich auch guten Kontakt zu den anderen Mitgliedern? Ja, also es kommt halt ganz drauf an, wie engagiert man da ist, ob man sich einbringen möchte, ob man aktiv sein möchte. Das kann halt jeder selbst entscheiden. Also es gibt halt nicht nur die Möglichkeit, Mitglied zu werden, sondern auch ein Teamer oder dass man generell ein aktives Mitglied werden möchte und auch was im Vorstand machen möchte. Du hast gerade das Stichwort Teamer genannt. Was kann ich mir darunter vorstellen? Das sind Leute, die zum Beispiel auf großen Veranstaltungen wie die UConn oder die IFA dann vielleicht mitkommen können und uns dabei unterstützen können, wenn wir diesen Stand da haben, dass wir die Leute informieren oder generell uns dann halt auch bei unserer Arbeit da unterstützen. Okay. Und du hast eben ja auch schon erzählt, dass die Seminare und Workshops, die ihr anbietet, dass das so mit einer deiner Hauptaufgaben ist. Worauf achtest du bei der Auswahl und bei der Planung der Angebote? Also hast du da eine Themenliste, die du irgendwie abarbeitest oder bekommst du Themen zugespielt? Ja, kannst du uns da irgendwie mal so Einblicke in diesen Arbeitsprozess geben? Also in der Regel überlegen wir uns die Themen alle selbst. Wir benutzen dafür das Miro-Board. Da haben wir halt auch noch die Inspiration von den BFDlern, die das da vorgemacht haben und können uns daran ein bisschen orientieren, was es vielleicht noch so für Dinge gibt, die wir gerne mal besprechen möchten, die halt auch uns und die Mitglieder interessiert. Und ja, es ist halt oft einfach so, dass so Sachen wie schreibe ich eine Schülerzeitung, dass das halt oft sehr gefragt ist und dann kann man das halt auch immer wiederholen in einem gewissen Abstand. Oder generell, wir hatten zum Beispiel noch nie wirklich eine Reihe zu bestimmten journalistischen Berufen. Das macht halt auch Sinn, das dann irgendwie mal zu machen. Vielleicht können wir damit auch einigen Mitgliedern helfen, was so die Berufsorientierung angeht. Ja, und wenn dann das Thema feststeht, beginnt das Recherchieren und dann muss man die Ansprechperson erstmal finden und halt auch erstmal vom Verein ein bisschen erzählen, was man sich so vorstellen, wie das Seminar abläuft, auch in welchem Zeitrahmen. Und dann finden meistens Telefonate statt, wo man das dann näher bespricht. Und ja, meistens steht es dann auch direkt. Genau, und du hast ja auch von dem Jugendpresseausweis schon erzählt. Es heißt ja Jugendpresseausweis. Also gibt es da schon noch irgendwie Abstufungen zu einem normalen Presseausweis? Oder kann ich wirklich alles, was ich mit dem Jugendpresseausweis kann, auch mit einem normalen Presseausweis? Also Abstufen gibt es da meiner Meinung nach nicht, zumindest meines Wissens nach. Aber es ist halt so, dass der Jugendpresseausweis nur bis zum 27. Lebensjahr beantragt werden kann. Also ab da muss man dann den Presseausweis benutzen. Das ist der Unterschied. Okay, und was gibt es da für Voraussetzungen, wenn ich den Presseausweis beantragen möchte? Also wir haben da ein Formular, das muss man ausfüllen mit den persönlichen Daten und ja, dann muss man natürlich auch beweisen, dass man überhaupt journalistisch tätig ist und dass man diesen Ausweis überhaupt benötigt und dafür sendet man dann halt einfach 2 bis 3 Nachweise ein, sei es jetzt Artikel, Fotos, manchmal funktionieren auch Instagram-Beiträge, wenn dazu halt vernünftige Informationen zur Verfügung stehen. Ein eigener Text und ganz wichtig ist, dass der eigene Name eben oben oder drunter steht, weil
Sonst ist es halt kein richtiger Nachweis. Ja gut, das ist auch logisch irgendwie. Und du hast auch schon von eurem Online-Magazin Youth Mag gesprochen. Ja, vielleicht kannst du noch mal irgendwie ein bisschen mehr erzählen, was das Youth Mag genau ist. Also du schreibst da ja auch selber mit Texte, meintest du ja. Was kann ich mir darunter vorstellen unter dem Youth Mag? Was finde ich da? Also das ist unsere Jugendredaktion und was total spannend ist, also nicht nur Redaktionsmitglieder können da Beiträge veröffentlichen, sondern jeder, der gerne mal einen Gastbeitrag schreiben möchte, kann dort auch seine Meinung kundtun zu irgendeinem Thema, was ihn gerade beschäftigt. Oft haben wir aber auch so große Themenbereiche vorgegeben. Wir haben immer das Monatsthema, zum Beispiel Klima oder Menschenrechte und solche Dinge eben. Und das besprechen wir immer bei den Redaktionssitzungen. Momentan finden die ja, also zumindest einmal im Monat über Zoom statt. Das ist dann am einfachsten. Und da besprechen wir, wie weit sind wir mit den Themen oder welche Themen würden wir gerne behandeln. Und ja, dann wird halt abgestimmt und dann ist das so festgelegt. Aber wir haben halt auch immer freie Monate, wie zum Beispiel den Dezember. Da ist halt nicht besonders viel los oder halt auch im August. Dann kann man wirklich alles schreiben, was man möchte. Ich habe mit einer persönlichen Frage angefangen und würde jetzt auch mit einer persönlichen Frage enden. Ja, du machst deinen Bundesfreiwilligendienst für ein Jahr. Wie geht es danach für dich weiter? Also was für berufliche Ziele hast du? Du setzt dich ja jetzt fast jeden Tag mit beruflichen Zielen von Mitgliedern auseinander oder ja überlegst dir, wie du sie auf ihrem Weg in die Medien unterstützen kannst. Wie ist das bei dir? Ja, wie gesagt, mich haben viele Dinge sehr fasziniert. Ich konnte mich nie wirklich entscheiden, was ich wirklich konkret machen möchte. Und dadurch, dass ich jetzt halt auch so viel Erfahrung sammeln konnte und mich auch weiterbilden konnte durch die Seminare und auch ja generell viel mehr Wissen dann hatte, habe ich mich dazu entschieden, eine Ausbildung zur Medienkauffrau Digital und Print zu machen. Cool. Und ja, die beginne ich dann ab August und dann werden wir sehen, in welchem Bereich ich lande, weil da kann ich mich auch wieder super viel ausprobieren. Und das hat mir halt auch sehr viel Spaß gemacht hier. Deswegen denke ich, wird das da genauso sein. Ja, und ich werde halt trotzdem weiterhin irgendwie versuchen, aktiv zu bleiben und den Verein auch mit weiterhin zu unterstützen. Mir auch mal einige Seminare anschauen, weil ich finde, die sind echt wirklich sehr informativ und bringen einen wirklich weiter. Das stimmt. Also erstmal wünsche ich dir viel Erfolg dann in deiner Ausbildung ab Sommer. Vielen Dank, dass du heute bei mir zu Gast im Podcast warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Mehr über die Arbeit der Jungen Presse haben wir euch natürlich in den Shownotes verlinkt. Und mehr Infos zu allen Veranstaltungen, zu unseren Webinaren und Workshops erhaltet ihr natürlich auch auf unserem Instagram-Kanal. Da findet ihr mich unter @deinwegindiemedien. Vielen Dank, dass ihr bei dieser Folge wieder mit dabei wart. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung auf eurer Podcast-Plattform des Vertrauens freuen. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao. Medienwerkstatt Bonn. Podcast.